Schönen guten Morgen. Heute ist der 28.12. und ich bin krank. Und wir spielen heute ja nun mal und morgen die Jahresabschlusskonzerte. Wie soll es bloß gehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt gleich zum Arzt und lass mir irgendwas verschreiben. Hoffentlich ist es bakteriell, dann kann ich so einen richtig schönen Antibiotikum-Hammer mir reinpfeifen. Oh, naja, also mir geht's wirklich nicht rosig und ich habe auch Fieber. Hab den Jungs schon Bescheid gesagt, dass ich so ein bisschen später komme. Oh, und dann mal gucken, wie das jetzt die Tage so läuft. Ich habe in meinem Leben erst ein Konzert krank gespielt und das war gar nicht so schön. Oh, Kopfschütteln ist auch gar nicht schön. Oh, naja, ich gehe jetzt zum Arzt. Ich hoffe, der kann mir helfen. Der hilft mir eigentlich immer. Ist ein guter Arzt. Nichts los. Glück gehabt. So, hab meinen Arzt ist verlassen. Ja, der ist dieses Bakterielle. Und ich habe Antibiotika verschrieben gekriegt. Und er meinte, das geht auch relativ schnell. Habt viel Spaß bei den Konzerten. Könnte ich so drauf aufpassen natürlich. Aber das ist schon mal sehr erleichternd. Er meinte eigentlich, dürfen die Tabletten schnell wirken. Rosenhof, ich komme. Tja, es wird leider nicht besser, so ein Mist. Die anderen haben mich jetzt ins Hotel verbannt und ich soll erst zur Show wiederkommen, damit ich die Shows vernünftig ausgeruht spielen kann. Das Doofe ist natürlich, dann kann ich ja gar nichts filmen. Weil hier ist es arg langweilig. Also hier liegt einfach einer im Bett. Das ist es. Das ist natürlich jetzt nichts für einen Vlog. Und deswegen habe ich mir überlegt, gebe ich Guido mal die Kamera in die Hand. Dann soll der doch mal filmen, was in seiner Welt da so im Rosenhof so los ist. Bin ja mal gespannt. Mit der Kamera nicht klar. Jan Dirk ist krank. Jetzt soll ich für den hier Zeug filmen. Ich finde das gut, wenn er krank ist. Dann geht's dem schlecht. Und ich muss Zeug filmen. Und ich sag mal, wie es ist. Es ist der zweite Tag vom Jahresabschlusskonzert. Wir sind im Rosenhof und gestern war schon sehr, sehr schön. Wir haben viele alte Kamellen gespielt, das abgefahren ist. Das ist aber zu daran, das lässt mich wirklich nicht los. Ja, wirklich, der Song ist schon quasi im Kopf fertig geschrieben, wir müssen den nur noch spielen. Wieder einer der Rosenhof-Classics, hab ich mir überlegt. Machen wir gleich, oder? Jetzt, gleich? Ja, sag mal, Akkorde. Genau jetzt, wenn du jetzt gerade inspiriert bist, dann können wir auch jetzt. Ja, wie soll ich denn inspirieren? Warte mal. C, C, G, G, F, F. Also ist das eher traurig, ist das nicht? Nee, es ist so ein. Ich sehe das, so ein Festival-Bouncer sehe ich da. Was ist das? Weil der schön ist, der hat Kurmund. Das höre ich da, so ein Beat. Und dann höre ich halt so. Hey, 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 Burger!
diesmal nicht. Also machen wir zweimal also zurück in den anderen Part erstmal? Ja, genau. Also nochmal den anderen Part vorweg. Eins, zwei, drei. Hey, 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 hey. Gucken wir mal, was heute passiert. Ich hab mir was überlegt. Hier geht's quasi los. Erstmal, also der Mundform ist. Oh. Ich fange mit dem Mund an. Ja. Jetzt mal gucke, der Mund sieht schwer aus. Ja, so. Und dann los. Baut man den Kopf auf, tatsächlich. Also man muss quasi noch ein bisschen Abstand bewegen. Jawohl, ist das geil! Das ist so herrlich, wirklich. Also ich muss sagen, das ist eines der coolsten Sachen, die auf jeden Fall. Mit der Maschine kann man Inseln näher aneinander schieben. Bornholm, Sylt, Norderney und was gibt's noch? Jüst. Da. Doch da. Miraculisto! Ich hab dein Pferd, der ZDF und ARD!